Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Karin Wörndl, das ist meine Kollegin Anja Schümann. Guten Tag. Guten Tag. Und wie heißen Sie bitte? Ich heiße Ildi Gabrischowa. Ich heiße Daria Mitleva. Mhm. Woher kommen Sie? Ich komme aus der Ukraine. Mhm. Wie lange lernen Sie schon Deutsch? Also seit einem Jahr bin ich schon in Deutschland und ich lerne Deutsch. Ich wollte gerne hier studieren weiter. Haben Sie in der Ukraine auch schon Deutsch gelernt? Also ein bisschen, ja. Eigentlich habe ich an der Uni Englisch gelernt, aber sonst habe ich nur ein bisschen Deutsch noch dazu gelernt. Mhm. Und was möchten Sie studieren? Also ich möchte gerne entweder Psychologie studieren oder Dolmetscherin werden, Russisch-Deutsch-Übersetzung. Mhm. Russisch-Deutsch? Ja. Mhm. Schön. Und was bringt Sie zu Psychologie? Wie kommen Sie auf Psychologie? Naja, also mit diesem Thema, ich beschäftige mich. Ich lese gerne schon auf Deutsch die Bücher in diesem Bereich. Und ja, ich möchte gerne, also habe ich mit Kindern gearbeitet und deswegen will ich meinen Beruf mit Psychologie verbinden. Und ja, also bei uns in meinem Land gibt es auch so große Probleme, Obdachlose und arme Kinder. Und ich wollte in Zukunft ein bisschen helfen, die Leute. Und, ja. Ah ja, sehr schöne Absicht. Woher kommen Sie? Aus der Slowakei. Ja. Und Sie haben in der Slowakei schon Deutsch gelernt? Naja, also ich habe auch Englisch eigentlich gelernt. Ich also war ein bisschen nur mit Deutsch beschäftigt. Und also 7 Monate bin ich ja in Deutschland und seitdem lerne ich so intensiv Deutsch. Und in Ihrem Heimatland, haben Sie da in der Schule gelernt oder einen Extrakurs gemacht in Deutsch? Ja, also eigentlich ja in meiner Schule, aber die wichtigste Sprache für meine Schule war Englisch. Also Deutsch war nur also wie ein Nebenfach oder so. Mhm. Wie viele Stunden haben Sie da gelernt? Also jede Woche zweimal hatte ich Deutsch, also 45 Minuten. Ja. Aha. Und haben Sie schon einen Beruf oder möchten Sie auch studieren? Also zu Hause, also in der Slowakei, habe ich eine Hotelakademie besucht und ja, das zusammenhängt mit Tourismus, Management und ein bisschen Gastronomie. Und naja, wenn es möglich wäre, dann vielleicht später hier in Deutschland das weitermachen. Aber das ist die Frage der Zukunft noch. Ja. Möchten Sie hier auch arbeiten in Deutschland? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon. Also wenn es mit der Fachhochschule oder mit der Uni also so gehen würde, wie ich es vorgestellt habe, dann ja, ich würde hier gerne bleiben. Mhm. Ja. Gut, dann beginnen wir mit dem ersten Teil der Prüfung. Sie haben einen kurzen Text gelesen auf Ihrem Aufgabenblatt. Und bitte sprechen Sie über diesen Text. Wer möchte beginnen? Also wir können schon beginnen. Ich habe hier ein Thema. Was sollte man vor einer Reise vom Urlaubsland wissen? Naja, es kommt darauf an, wohin will man, wo will man genau Urlaub machen. Muss man natürlich schon wissen, welche Religion gibt es dort. Und was für eine, also welche Leute machen dort Urlaub, und aus meiner Erfahrung zum Beispiel, also ich habe nicht in viele andere Länder Urlaub gemacht, ich war nur in Deutschland und also in meinem Land am Schwarzen Meer habe ich Urlaub gemacht. Deswegen, ich weiß schon unsere Kultur, unsere Leute, und das war kein Problem für mich. Habe ich mich mit diesem Thema nicht beschäftigt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist schon Religion muss man wissen. Entweder das orthodox oder, ja, ich weiß nicht, in muslimischen Ländern das ganz anderes. In der Türkei, ja, wahrscheinlich gibt es solche Regelungen, ob dort, wahrscheinlich kann man nicht überall rauchen oder Spaß haben, ja, das ist meiner Meinung nach. Und auch, was ist verboten, das ist sehr wichtig, also, ich weiß es nicht, was kann verboten in einem Urlaub
Ort sein. Zum Beispiel Rauchen kann verboten sein oder Trinken auf der Straße, wie die jungen Leute das machen, immer oder noch was. Und also ich würde mich am ersten beschäftigen, was kann man dort anschauen, welche Sehenswürdigkeiten gibt es dort. Ja, das ist schon, glaube ich, alles. Gut, Sie sind fertig. Ja. Gut, bitte. Ich habe ein Thema bekommen, das auch ein Gast Pflichten hat. Und ich glaube, also dieser Satz ist ganz schön wichtig, weil es ist egal, ob eine Einladung geht oder ob man, naja, ein Restaurant besucht. Also wichtig ist, dass der Gast sich benehmen kann oder muss. Zum Beispiel, wenn um eine Einladung geht, dann ist wichtig, dass vielleicht man eine Kleinigkeit den Gastgeber mitnimmt, ja. Also das wäre schön, wenn, also ich bin sicher, wenn man also alte Freunde besucht, dann man weiß, was der Gastgeber mag, Süßigkeiten oder für die Frauen Blumen oder also was nur Kleinigkeiten, die große Freude machen können. Nach meiner Meinung, also ein Gast, wenn zum Beispiel das Essen das nicht auf dem Tisch steht oder die Getränke, die er sehr mag oder so, das muss man sich nicht beschweren oder beklagen und dann so dem Gastgeber sagen, wieso konntest du das nicht so machen oder wieso könntest du das vergessen, dass es so, also dass ich es mag oder so, sondern bei einer Einladung soll um Spaß gehen, dass man vielleicht Leute, die schon lange nicht gesehen hat, wieder treffen kann, mit denen also lange Zeit unterhalten kann. Und naja, also wichtig ist vor allem Freude haben, Spaß haben und ja, alles, was dazu gehört, also sich gut zu fühlen. Gut. Sind Sie fertig? Ja. Schön. Das war der erste Teil der Prüfung. Im zweiten Teil sollen Sie ein Foto aussuchen, und zwar zusammen. Sie sollen zusammen diskutieren für eine Wochenzeitung über moderne Esskultur. Bitte diskutieren Sie zusammen. Hallo. Wir haben eine Aufgabe bekommen. Gerade wir sollen einen Artikel schreiben über moderne Esskultur. Ja. Ja, wir sind in Deutschland und also was schlägst du vor? Also wenn man das Wort Deutschland hört, dann ich bin sicher, dass allen fällt das Wort Biergarten oder Bier an. So, naja. Und also das gehört zu diesem Land und das kann man nicht vergessen. Also ich schlage vor, ja, etwas zum Stil Biergarten. Naja, ich bin leider eine andere Meinung. Weil? Also ich bin der Meinung, dass Deutschland das so ein sehr kulturelles Land, ja. Und für mich typische deutsche Abendessen, das Familienabendessen, immer muss so entweder zu Hause sein oder am Restaurant, im Restaurant und mit Nachspeisen und so weiter. Also ich schlage vor ganz andere Bild, diese vermutlich das ein Restaurant kann sein. Dann wäre das schwer, weil also ich bleibe bei meiner Meinung, weil wenn eine Familie, also ein Restaurant kann man besuchen, ja, aber das ist so gewöhnlich. Ja, genau, aber weißt du, das ist zum Beispiel im Vergleich mit meinem Land, dann kann man sagen, dass nur in Deutschland solche, also Tradition gibt es, Abendessen, Familie gehen zum Abendessen jede Woche zum Beispiel im Restaurant und naja, das ist meiner Meinung nach. Aber wir können eine bestimmte, also ich weiß nicht, etwas suchen. Was denkst du? Irgendwie zusammen das verbinden. Wir können einen Artikel schreiben, zum Beispiel
über Biergarten und noch dazu über typische Abendessen, Familienabendessen. Typisches Familienabendessen in einem Biergarten oder nach deiner Meinung in einem Restaurant? Ja, meine Meinung in einem Restaurant, aber ja, okay. Das können wir also zusammen verbinden, weil also ein Familienessen in einem Biergarten echt Familienessen mit den Kindern zusammen, das geht auch. Also ich glaube, also das wäre schön. Das wird perfekt entscheiden, gell? Also in einem Biergarten, aber nicht so. Ja, es gibt viele Biergärten in Deutschland, Biergärtner in Deutschland, aber sie müssen nicht also auf diese Art, die so. Ja, ja, verstehe ich. Ja, okay, ist kein Problem. Schreiben wir dann zusammen über Biergarten. Ja. Können wir dort beschreiben, wie die Leute verbringen Zeit, die Kinder spielen dort. Das ist typisch für Deutschland, ja. Also ich bin sicher, dass die Kinder da sich auch gut fühlen könnten, weil also fast immer gibt es also Musik, ganz oft Live-Musik. Und ich bin sicher, dass die kleinen Kinder oder können sie sich da gut zu fühlen, ja. Also, und wie sieht das aus in deinem Land? Gibt es keine solche Biergarten? Nein? Bei mir zu Hause? Ja. Nein, also leider ist es nicht so. Deswegen also will ich empfehlen, dass die Ausländische Deswegen verbundest Leute, du Deutschland mit Biergarten, ja? Ja, genau. Also, okay. Das ist eine Erfahrung, die man nicht vergessen kann. Mhm. Naja, dann machen wir so. Okay. Ja, gut. Also Sie haben sich jetzt für das dritte Bild entschieden. Genau. Ja, eigentlich bin ich meine Meinung noch, also ich bin ganz andere Meinung, aber wir sollen eine... Sagen Sie nochmal Ihre Meinung. Also ich bin der Meinung, dass für unsere Artikel passt am besten diese Bild, also Essen im Restaurant. Das ist meiner Meinung nach, aber meine Kollegen aber wir können uns also einigen. Eine Entscheidung treffen ja. Ja. Mhm. Ja, ist okay. Darum geht's also. Das wäre nicht so schwer. Naja. Sie schließen sich der Meinung der anderen Kandidatin an? Oder bestehen Sie darauf? Naja, wie kann man sagen, eigentlich bin ich meine Meinung, aber wir sollen eine Entscheidung treffen, das geht nicht. Also du bist gegen Restaurant, ich Abendessen. Ich habe nicht gesagt, dass ich Nein? gegen Restaurant bin. Bist du nicht dagegen? Nein. Okay. Aber das ist so Gewöhnliches, ja, in einem Restaurant zu essen. Aber willst du unbedingt unsere Artikel schreiben über Biergarten? Nicht über typische also Familienessen im Restaurant. Ja. Ja, okay, dann kann ich schon. Okay, ich entscheide mich dann auch über dieses Bild. Gut, Sie haben sich angeschlossen. Ja. Obwohl Sie eigentlich anderer Meinung ja, sind. Ja, eigentlich schon, ja. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Die Prüfung ist damit beendet. Danke. Vielen Dank.